Ich weiß nicht, was ich machen soll. Kennen Sie die Matthias-Richling-Show? Also ich kenne sie. Kommt gleich. Da lade ich doch immer Politiker ein von Rang und Tadel. So, ich weiß nicht, ob Sie es je mitbekommen haben, aber das sind die nicht. Nein, ich wollte es nie sagen, aber die spiele alle ich. Ja, ich tue, wie wenn ich die wäre. Egal. Jetzt ist doch die Diskriminierung und Rassismusdebatte so weit fortgeschritten, dass ein Weißer keinen Schwarzen mehr spielen darf auf der Theaterbühne und in der Oper nicht Othello, Verdi, kein Mexikaner, Sombrero und kein Indianer. Jetzt spiele ich aber gleich Markus Söder, ein Schwarzer. Also politisch, nicht wahr? Und der hat sich mal ausgesprochen für den Indianer Winnetou. Mache ich jetzt in der Maske von Söder doppelt rassistische Kulturanmaßung? Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Also wirklich, ich glaube nicht. Wissen Sie noch, was Sie machen sollen? Herzlich willkommen zur Matthias-Richling-Show. Also, diese Beleidigtsein-Kultur hat ja Ausmaße angenommen. Das ist unerträglich, nicht wahr? Und das, worum es soll, die Welt brennt, die Ukraine wird zerstückelt, das Klima löst sich auf, die Energiewende wird nicht geschafft, die Heizungen können nicht mehr bezahlt werden. Da flüchten wir uns in Übersprungshandlungen. Wir fühlen uns ja wirklich schon beleidigt, wenn uns jemand erzählt, dass irgendwer irgendwann irgendwo irgendwen diskriminiert hat. Das ist wie wenn der Orkan das Hochwasser bringt, der Keller ist überflutet, das Dach ist abgedeckt, da setzt sich die Oma in den Garten und strickt, weil sie die Realität nicht ertragen würde. Die Zerstörung von Welt und Umwelt ertragen wir nicht, da setzen wir uns in unseren Garten und stricken uns Empörung. Und wer gegen diese Empörung angeht, der wird ja von uns mundtot gemacht. Jetzt wird ja gerade Habeck so kritisiert, nicht, weil er doch sein Ministerium benutzt als Zufluchtsort für Verwandte und Bekannte. Sie können darauf warten, dass sich Habeck die Kritik an ihm als diskriminierend verbittet, weil unter seinen angestellten Freunden ein Sinti, ein Schwarzer, ein Behinderter ist, der sich durch die Kritik an Habeck auch mit diskriminiert fühlt. Man weiß nicht mehr, was man machen soll. Ja gut, also, liebe Freunde der Bündnis 90 Die Grünen, in dieser klimakritischen Zeit werden wir alle zu einer klimabewussten Familie. Die Not der Natur schweißt uns zusammen wie Brüder und Schwestern, Nichten und Neffen, Freunde und... Jetzt setzt er sich auch noch drauf. Ach so, Strobel. Was denn? Sie machen mich vollkommen wahnsinnig mit Ihren permanenten Quellen. Zu Recht. Ihre grüne Politik ist doch nicht Klima, sondern Klingel. Nicht Umwelt, sondern Mauschel. Nicht Wohl des Volkes, sondern Posten. Das ist Ihre Politik. Darf ich mal fragen? Tun Sie doch nicht so. Ihr grüner Robert Habeck hat 9 Referatsstellen eigenmächtig besetzt, die hätten ausgeschrieben werden müssen sollen, Viele sind verwandt miteinander. Was heißt ja? Natürlich. Was heißt ja? Und Staatssekretär sind verschwägert. Familienmitglieder geben Gutachten an Habeck heraus. Das ist ein Durcheinander. Es ist einer ja schon weg. Ja, aber dessen Schwester ist immer noch verheiratet mit dem Staatssekretär vom Habeck, mit dem Herrn Kellner. Das höre ich überhaupt gar nicht. Menschen sind halt verwandt. Das ist ein Naturgesetz. Ach so. Vetternwirtschaft ist also bei Ihnen ein Naturgesetz. Wunderbar. Aha. Der Habeck führt sein Ministerium wie einen Berliner Clan. Das muss man doch... Ja. Die Regierung sitzt ja in Berlin. Sie Einfallspinsel. Ach, das ist ja... Also, aber wenn Herr Trump seinen Schwiegersohn macht zum Stabschef im Weißen Haus und seine Tochter zum Berater, wenn der Herr Erdogan seinen Schwiegersohn macht zum Finanzminister, dann ist ihr grünes Geschrei los. Da kommt ja ein Riesen... Weil bei Trump und Erdogan... Was? ...hat das geführt zu diktaturähnlichen... Ach. Der Habeck will ja nur beweisen, dass bei uns in Deutschland familiäre Verpflichtungen eben nicht führen zu Absolutismus und Despotie. Der Erdogan nutzt seine Vetternwirtschaft für autoritäre Strukturen. Wir Grünen nutzen demokratische Strukturen für unsere Vetternwirtschaft. Unglaublich! Warum führt ihr Habeck nicht gleich das Familienministerium?
vielleicht erwarten wir auch einfach viel zu viel Politik von Politikern. Nee, Politiker sollen ja uns im Bundestag vertreten. Also sie sollen in den Bundestag einbringen, was uns ausmacht, was wir uns wünschen, was wir hoffen. Und wer würde nicht gerne Nutzen ziehen aus seinem Job? Nee. Firmenwagen nutzen, Freunde unterbringen im Betrieb, Pornos angucken in der Betriebszeit. Nee. Warum sollten Politiker anders sein als die, die sie vertreten? Vielleicht lassen wir mal die, die auf dem politischen Parkett herumtänzeln, um den Wählerwillen beurteilen von einem Mann mit mehr Distanz, weil er einfach mit Politik nichts zu tun hat. Wir begrüßen Joachim Lambi, den Juror von Let's Dance. Herr Lambi, juroren Sie doch mal was zu dem Pas de Deux, den uns Kretschmann und Strobe gerade vorgetanzt haben. Let's politicize, bitteschön. Na ja. Ja. Mir wird ja immer nachgesagt, ich habe an allem etwas zu kritisieren. Und deswegen sage ich heute mal, ich finde die Grünen hervorragend. Ja. Dieser Habeck hat eine wunderbare Begabung, Fachlichkeit nicht dominieren zu lassen. Ja. Und so wichtige Neuerungen wie die Regelung der Heizungswelt so überzukompensieren, dass sie als zu diffizil ganz bescheiden im Hintergrund steht. Ah, so sehen Sie das. Nehmen Sie doch Platz, bitte schön. Naja, also was war das denn? Bitte. Man denkt, wann lernen die Grünen eigentlich endlich etwas von dem, was sie anderen permanent beibringen wollen? Seit Jahrzehnten ziehen die Grünen her über Äthiopien, über Kongo, Nicaragua, Bananenrepubliken, Vetternwirtschaft, Korruption. Und dann erleben wir hier Ministerien als Asylheime für Freunde und Familienanschlusssuchende. Ja, was müsste denn die Konsequenz von Habeck sein? Er hat ja schon einen entlassen. Ah, ja, ja. Aber vielleicht tun wir Habeck auch Unrecht. Vielleicht ist das Ganze nur ein Mittel, um das Gehabe und die Denke der Drittweltstaaten nachzuvollziehen, um gegebenenfalls auf Augenhöhe mit ihnen kommunizieren zu können. Ah ja, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Ich frage mich inzwischen, ob nicht dieser holländische Musiker viel mehr Samenspenden in Umlauf gebracht hat als die bekannt gewordenen 550. Denn was Habeck an Verwandtschaftsvielfalt unterbringt, das schaffen mengenmäßig nicht mal türkische und arabische Clans. Ja, also Sie geben dem Innenminister von Baden-Württemberg, Strobel, recht, wenn Sie Was habe ich hier treibt, ist ein Cha-Cha-Cha auf den Köpfen der Wähler. Man muss aber auch sagen, dass der Paso Stroble ein nicht sehr trittsicherer Versuch ist, Einsichten zu schaffen. An den Rumba der Grünen kommt er nicht heran. Und deswegen gibt es für mich, für diese Choreo, maximal 3 Punkte. Ja. Die Frage ist ja auch gar nicht, waren CDU und SPD zu ihrer Zeit besser? Natürlich nicht. Die Frage ist, warum sind die Grünen nicht besser? Oder wird der, der an der Macht ist, immer automatisch zu dem, was wir an Regierenden immer kritisiert haben? Oder aber die Frage ist natürlich, würde alles anders oder besser, wenn der aktuelle Spitzenkandidat der CSU Kanzler wäre? Es ist uns jetzt zugeschaltet Markus Söder. Herr Söder, Vetternwirtschaft bei den Grünen, das gibt es natürlich bei der CSU nicht. Oder sehe ich das falsch? Ja. Vetternwirtschaft heißt ja, ich verschaffe ganz gezielt und bewusst Freunden, Verwandten Jobs im eigenen Umkreis. Das haben wir nicht nötig. Wir sind in Bayern eh alle miteinander verwandt. Ja. Sind Sie denn wenigstens zufrieden mit der Umweltpolitik der Grünen? Ja, also wenn die Versklavung und Folterung deutscher Bürger, die wegen der Heizpolitik erfrieren oder auch pleite gehen und dann in Kombination mit CO2-Ausstoß von 1,82% im Weltanteil von Deutschland, wenn das Klima rettet, dann erwarte ich aber eine Welttournee mit den grünen Magiern und zusammen mit den Ehrlich-Brothers. Ja, wir Deutschen wollen aber doch Vorbild sein für die Welt. Das ja, ist doch den Karlauer kenne ich. Ja. Die Grünen glauben halt, nur ihre Vorstellungen sind richtig. Und wer dem widerspricht, ob jetzt Gender oder Diskriminierung, der wird ja
diskriminiert und exkommuniziert aus der grünen Kirche. Ja, ich weiß, Sie sprechen von Boris Palmer. Ja, der wird jetzt auch verbrannt auf dem mentalen Scheiterhaufen der Grünen, nur weil er gesprochen hat bei Lindgren über die Verwendung des Wortes nicht. Nicht. Was ist denn? Sie sollen das nicht aussprechen. Ja, was? Das bestimmte Wort. Ja, welches? Das sagen Sie es doch. Ich werde mich hüten. Sie wollen mir nicht sagen, was ich nicht sagen soll. Nein. Ja, wie soll ich dann wissen, was ich nicht sagen soll, wenn man nicht sagen soll, was man nicht sagen soll? Also jetzt stellen Sie sich an, es geht um das N-Wort, das wissen Sie doch. Ja, das heißt ja nicht... Nicht gehört! Sollen Sie sich sagen zum Donnerwetter nochmal? Boris Palmer hat es doch auch gesagt. Ja, deswegen ist er auch ausgetreten aus den Grünen. Das kann mir nicht passieren. Wieso? Na, ich bin ja gar nicht bei den Grünen. Ja, dass man aus Ihrer CSU nicht austreten kann, wegen rassistischen Bemerkungen, das kann ich mir denken. Wir brechen hier ab. Komm, das ist ja... Benny, Gianni Infantino, so. Wenn ich mir das anschaue, von außen, objektiv, ist das einfach bei den ganzen Problemen in der Welt, die wir haben, Ukraine, Klima etc., einfach nur peinlich, wie die deutsche Gesellschaft sich gerade aufregt über das Sagbare. Was ist noch beleidigender? Welche Minderheit ist noch nicht berücksichtigt? Alles Scheinheiligkeit. Alles Getue. Plakativ. Von oben herab. Wenn es drauf ankommt, wenn es Geld kosten soll, dann ist es nichts mehr mit Gleichberechtigung, mit Antirassismus, mit Diskriminierungsschutz. Wir hatten im letzten Jahr hatten wir die Fußball-WM der Männer in Katar, ist bekannt. Da hat das deutsche Fernsehen 214 Millionen hingeblattert. Ja, der war damals auch benannt. Ich habe in diesem Jahr die Frauenfußball-WM. Da bietet das deutsche Fernsehen, wir sind noch in Verhandlung, 5 Millionen. Ich weiß, Frauen sind einfach weniger wert. Deswegen waren ja auch bisher bei den Fernsehrechten die Frauenturniere mit dabei bei der WM mit zuletzt 214 Millionen. Und das, obwohl die deutsche DFB-Elf zweimal in Folge nach der Vorrunde hat verduften müssen. Weil Frauen sind einfach immer eine Gratifikation. Frauen werden immer taxiert auf null. Und da habe ich gesagt, nein, das kann so nicht bleiben. Es geht nicht um mehr Wertschätzung für Frauen. Das Geld geht ja an die FIFA. Und die FIFA bin ich. Und ich fordere für das, was ich da biete, 10 Millionen. Das ist schon wenig. Weil auch ich weiß, Frauen kriegst du nur weg im Schlussverkauf. Mit Sonderpreisen. Frauen kriegst du auch im Fußball nur an den Mann mit Rabatt. Frauen sind einfach Discounterware. Warum kriegen Frauen am freien Markt auch immer nur 24% weniger wie Männer? Mal nachdenken. Also, es sind 22 Frauen auf dem Spielfeld. Mal was weiß ich, wie viele Nationen. Und auch für 5 Millionen, da täte ich ja für die Frauen im Puff mehr bekommen. Ich kann doch Frauen jetzt nicht nackt spielen lassen auf dem Spielfeld. Nur mit Emanuel, dem deutschen Fernsehen, da eine Schippe drauflegt dafür, 5 Millionen. Nein, das ist einfach, 5 Millionen ist einfach, das ist einfach Sterbegeld für Frauenfußball. Dagegen hat der deutsche Bundeskanzler, was Scholz heißt irgendwie, hat er für die Bundeswehr in Aussicht gestellt, 100 Milliarden, Milliarden. Man hat immer gesagt, Fußball ist Ersatzkrieg, weil einfach die ganzen Emotionen da entladen werden, die sonst in einen Krieg hineinführen täten. Aber wenn es sein soll, dann führe ich diesen Krieg. Und ich führe ihn für mich ganz alleine. Herr Lambic, helfen Ihnen Ihre kritischen Blicke bei Let's Dance oder kapitulieren Sie da auch? Ich denke, wir täten gut daran, nicht nur zu wissen, Geld regiert die Welt, sondern es auch als naturgemäß zu akzeptieren und zu verinnerlichen, dass wir nichts dagegen machen können, so wie wir nichts machen können gegen das schlechte Wetter, sondern dass es eine Grundlage ist der menschlichen Zivilisation. Ja. Das ist ja nicht besonders aufbauend. Aber realistisch. Wir haben es zuletzt gesehen beim Fußball in Katar.
Was wurde da nicht alles deklariert und bewiesen und aufgedeckt, was zur sofortigen Rücknahme der Entscheidung für Katar hätte führen müssen? Nichts konnte verhindern, dass durch Geld, Gemauschel und Korruption der Fußball in Katar vergewaltigt worden ist. Naja, aber die Spiele selber sind ja davon... Aber das drumherum. Wir erleben es jetzt beim Frauenfußball. Da wird nicht Fußball gespielt, sondern Geld. Fußball ist nicht mehr die schönste Nebensache der Welt, sondern Fußball ist die schäbigste Nebensache der FIFA. Ja, da schließt sich der Kreis. Und da schließt sich der Kreis, vor allem zu den Grünen, über die wir gerade sprechen. Politik ist da Nebensache. Geld, Gemauschel, Posten, Pfründe, das zählt. Naja, muss man sagen. Naja, ist auch das Einzige, was man dazu sagen kann. Man fragt sich nur, warum die Grünen bundesweit bei nur 14% liegen, wo doch Habeck dermaßen viele Freunde und Verwandte untergebracht hat, müsste es eigentlich reichen für das Doppelte. Da werden Sie wahrscheinlich den nächsten Rumba von Kretschmann und Strobel gar nicht mehr antun wollen, zumal Sie da auch nicht mehr geben würden als 2 Punkte. Minus vermutlich. Also, sehr verehrte, befreundete, selig verwandte Wähler. Die Vetternwirtschaft geht munter weiter. Strobel, geht das schon? Was blättern Sie eigentlich die ganze Zeit darum? Das möchte ich mal wissen. Ich wollte Ihnen mal zeigen, dass man für Familie und Freunde nur Fotoalben braucht. Da wollte ich übrigens schon Innenminister werden. Man muss sie nicht unterbringen in eigenen Ministerien. Ja, jetzt fangen Sie schon wieder damit an. Ja, Ihr Herr Habeck braucht keine Fotoalben. Der braucht eine Bürotür nach der anderen bloß aufzublättern und hat seine ganze Mischpoke um sich. Da wollte ich auch schon Innenminister werden. Schauen Sie einmal. Ja. Aber... Ja. Der Habeck hat jetzt gerade erst den Energieküsten-Award bekommen, gell? Aha. Ja, was sagt uns das? Da steht drauf, tolle Arbeit, gut gemacht. Ja, und wer sagt das? Die Wirtschaftsförderung in Schleswig-Holstein. Ja, und der Chef davon ist? Was weiß ich? Ein Hinrich irgendwas. Ja, sagen Sie es. Ja, ein Hinrich... Habeck oder so ähnlich. Aha! Also, ja, was heißt aha? Habeck gibt's viele. Das ist der Bruder. Das sagt das. Und? Ja. Was sagt uns das? Vetternwirtschaft sagt uns das. Vetternwirtschaft. Strobel, ohne Vetternwirtschaft hätte ja der Habeck den Preis nie bekommen. Ja. Hoffentlich. Dann wüssten wir aber nicht, dass er eine tolle Arbeit macht. Das macht er ja gar nicht. Das sieht man ja. Das macht er ja gar nicht. Jetzt reicht es mir. Das wagen Sie uns Grüne an die Backe zu schmieren. Ja. Wo Sie selbst die Notgeburt des permanenten Filzes sind? Ich? Sie sind Innenminister eines der größten Bundesländer in Deutschland. Ja, und das wollte ich da auch immer noch werden. Ja, das wollte ich auch schon. Was ist daran Vetternwirtschaft übrigens? Was ist daran Vetternwirtschaft? Gleichzeitig ist Ihre Frau. Wer soll das sein? Strobel? Christine Strobel. Ach so, die, ja, was ist mit der? Die ist gleichzeitig... Chefin der größten öffentlich-rechtlichen Anstalt ARD. Ja, aber wir sprechen ja gar nicht darüber. Der Vater Ihrer Frau war Innenminister, Finanzminister und Bundestagspräsident. Ja, aber der Herr Schäuble hat diese Position alle für mich aufgegeben, damit es da keine familiäre Doppelung gibt. So, jetzt sind Sie dran. Er musste sie aufgeben, weil die CDU die Wahl verloren hat. Müssen Sie mal drin rumrühren? Mit Ihrem ganzen Clan... Können Sie sich jede Kritik an Habeck sparen, gell? Ich kann mich doch jetzt nicht trennen von meiner Frau. Wer war das noch mal? Nur weil sie eine hohe Position irgendwo hat. Ja gut, also. Deswegen versuche ich ja schon, Sie in Ihrer Position möglichst klein zu halten. Entschuldigung, Sie haben mich da vorher abgewürgt. Ja. Ich war noch nicht fertig mit meiner Geschichte, mit dem, Nicht ein N-Wort, oh, liebe Zeit. Ja. Was soll ich dann sonst sagen? Ja, was weiß denn ich, Afrikaner, schwarzer, farbiger, keine Ahnung. Ja, da fängt ja nicht ein Wort mit einem N an. Ach. Da brauche ich das N-Wort überhaupt gar nicht mehr zu sagen. Ja, endlich haben Sie es kapiert, also wirklich wahr. Charmant. In Schleswig-Holstein ist ja im letzten Jahr... die Aminata Touré, erste schwarze Ministerin geworden in Deutschland für Familie. Ja, soll ich da jetzt sagen, die Touré
ist das erste N-Wort als Minister in Deutschland. Das also, ist doch eine Beleidigung. Das N-Wort wird doch nur in der Negation gebraucht und nicht als Bezeichnung. Man sagt nur, zu schwarzen Menschen sagt man nicht mehr das N-Wort. So, das ist so schwer. Das ist mir zu hoch. Das denke ich mir. Aber das N-Wort hat man sowieso schon als allen Wortkombinationen da rausgestrichen, eliminiert. Man sagt zum Beispiel auch nur noch Schokoküsse zum Beispiel. Nicht? Ja, das kapiere ich auch nicht. Dass schwarze Mitbürger sich nicht beleidigt fühlen, wenn man sie jetzt bezeichnet als mit Schokolade überzogenen Schaumzucker. Ach, also die Assoziation zu schwarzen Mitbürgern soll ja durch den Begriff Schokoküsse eben nicht mehr gegeben sein. Ja, mir sieht's doch. Also bitte. Ja, und N-Wort-Küsse geht dann auch nicht. Nein! Ja, wobei N-Wort ja auch Nazi heißen kann. Ja, deswegen will man das Wort N-Wort ja auch nicht mehr sagen lassen dürfen. Hm. Ja, was soll man denn dann sonst sagen? Weiß ich nicht, vielleicht nur N, keine Ahnung. Das nimmt ja kein Ende. Ach, das ist ja auch... Da bleibt am Ende nur noch I für Indianer und Z für Zigeuner. Ja, dann sprechen wir am Schluss nur noch mit Buchstaben und Grunzlauten. Machen Sie denn jetzt da? Was machen Sie denn da? Ich probe für den nächsten Noggerberg. Ach, das ist ja schon wieder diskriminierend, hören Sie mal. Hallo? Na, das würde ich nie wahren nach Ihrer Lehrstunde, das zu sagen, dass das ein I sein soll. Ein I, ein Indianer? Ach, jetzt haben Sie sich aber reingeritten. Ich denke, bei dem ganzen Rumgetänzel auf unserer Sprache, bei diesem Eiertanz auf diskriminierenden Wörtern, bei Rassismus-Landminen in den Plantagen deutscher Literatur, sollten wir vielleicht doch lieber die Sprachextremisten nicht fragen, sondern als letzte Instanz Herrn Lambi doch lieber anhören. Herr Lambi, was sagen Sie denn zu dem ganzen Theater? Das ist ja ein Durcheinander. Was sagen Sie denn zu dem allen? Sagen Sie doch mal. Sagen Sie doch mal. Naja, also man muss schon sagen... Na. Dass es im deutschen Sprachgebrauch inzwischen wesentlich mehr Fettnäpfchen gibt als Vokabeln. Ja. Und da habe ich nur die Sorge, dass die vergangene Staffel von Let's Dance auch dann wirklich die letzte sein wird. Oh. Denn was sprachlich heute reglementiert wird, wird ja körperlich keinen Stillstand finden. Ja, aber angrapschen sollte ja auch wirklich nur nicht... Da erinnern wir uns mal an Placido Domingo. Was? Der wurde einmal... von einer Frau verklagt, die er 30 Jahre vorher umarmt und auf die Wange geküsst hatte, mit der Bemerkung, er wolle einmal seinen Nebenbuhler, ihren Mann, kennenlernen. Und er durfte an vielen Opern der Welt nicht mehr singen. Ja, ich weiß, aber das führt jetzt wirklich zu weit im Grunde. Das führt ganz nah. Was? Da können wir nämlich darauf warten, dass in Zukunft bei Let's Dance, Paso Doble, Contemporary, Wiener Walzer nur noch getanzt werden dürfen mit 3 Meter Abstand zum Partner, damit der Partner in 30 Jahren nicht kommt und sagt, er ist beim Tango unzüchtig berührt worden. Ich glaube, Let's Dance geht künftig nur noch im Chatroom. Ja, Herr Lambi. Ja. Vielleicht entwickeln wir uns ja weg von der kommunikativen Gesellschaft der persönlichen Annäherung. Zumal ja heute Sex oft auch nur angestrebt wird mit vorherigem schriftlichen Genehmigungsverfahren. Und ich denke, das ist auch der Grund, warum ein Infantino jetzt mehr Geld haben will für die Frauen-WM. Denn bei Blutgrätschen, Fouls, nebeneinander stehen beim Elfmeter und bei Manndeckung gibt es so viele intime Kontakte, dass die Diskriminierungsstelle der Bundesregierung Frauenfußball 100%ig stoppen muss. Herr Lambi, let's soccer. Aber fassen Sie mich nicht an. Die Gesellschaft ist so krank. Ich kann es nicht mehr wieder sagen. Für die Fußball-WM der Männer in Katar im letzten Jahr zahlte das deutsche Fernsehen 214 Millionen. Jetzt haben wir Frauenfußball-WM in diesem Jahr. Da wollte ich nur 10 Millionen. Wir sind noch am Anfang. Weil auch ich weiß, Frauen haben einfach nicht denselben Stellenwert, den Männer von sich aus mitbringen. Frauen kriegst du auch im Fußball nur an den Mann im Flohmarkt. Da unterbietet das deutsche Fernsehen mein Sonderangebot um circa die Hälfte. Und ein Herr Buro, wer ist das? Vom WDR, was ist das? Sagt, man solle die Kirche im Dorf lassen.
dann soll auch in der Kirche spielen. Und nur, weil ich das Doppelte haben will von diesem Ramschangebot, nutzt man das jetzt, die ganzen alten Sachen, die mir anhängen, wieder aufzukochen. Privatflüge und Vetternwirtschaft und Ausschalten von Kritikern und Profitmaximierung und Renunciation, was? Ja, ich habe es auch nicht verstanden. Das ist so traurig. Ja. Ich habe allmählich die Nase voll von den ganzen Geschichten, von denen ich keine Ahnung habe. Und dass die Fußballwelt hinter mir steht, das hat man doch gesehen in meiner Wiederwahl zum FIFA-Chef. Was mich das gekostet hat, das sind Unsummen. Und das geht nur, wenn man Ziele zurücksteckt, auf Träume verzichtet. Für das Geld, was mich die Wiederwahl gekostet hat, hätte ich mir eine riesen super Yacht kaufen können. Ich hab's gelassen, um dem Fußball zu dienen. Meine Geldpolitik bringt doch allen etwas. Mehr Geld für die Frauenfußball-WM ist mehr Geld für die FIFA, ist mehr Geld für mich. Ich kann es geben an die Komoren, an Cookinseln, Bhutan. Die wählen mich wieder, damit ich ihnen wieder mehr Geld gebe, damit sie mich wieder wählen. Ich bin ein Perpetuum mobile. Durch mich überleben ganze Fußballindustriezweige, das muss man sich überlegen. Aber dann kommen die daher mit einem Totschlagargument, Moral und Anstand. Das ist das Problem in der Gesellschaft. Dass sie Moral hineingeschrieben haben in die Grundregeln des Lebens und gleichzeitig aber Mensch sein wollen. Und wer das Geld dafür hat, der verwirklicht es ja auch, Mensch zu sein. Moral, das ist ja nur der Mindestlohn für die, die anständig bleiben wollen ums Verrecken aus Geldmangel. Ja. Aber eine Gesellschaft, die permanent beleidigt ist und sich ausgegrenzt fühlt und rassistisch verfolgt und diskriminiert, die sollte einmal überlegen, wie rassistisch es ist, mich anzugreifen, zu beleidigen und zu beschuldigen, nur weil ich mir mehr leisten kann als Moral und Anstand. Ach übrigens, bevor uns die Probleme von Infantino und Ähnlichen ablenken von unserer Beleidigtsein-Kultur, eine kleine Anmerkung, um uns davon abzulenken, wo doch viele hergefallen sind über Boris Palmer, der ja mit einem Wort mit N eine Person direkt angesprochen haben soll. Man hat aber das Zitat nirgendwo lesen können von der Rede, also nicht von der Diskussion auf der Straße. Deswegen sei es hier einmal erwähnt. Wenn ich eine Person, sagte Palmer, die vor mir steht als bezeichne, ist das eine justiziable Beleidigung. Wenn ich aber die Frage diskutiere, ob Astrid Lindgrens Roman in Zukunft Südseekönig oder König heißen soll, ist das eine vollkommen legitime Verwendung des Wortes, sagte Palmer. Sie haben sie nicht verhört. Wenn man aber Menschen schon beleidigt, indem man nur zitiert, wo oder wann sie irgendwie von irgendwem beleidigt worden sind, ist es dann nicht einfacher, wenn man überhaupt nie wieder von denen spricht, die sich diskriminiert fühlen könnten? Wenn sie einem begegnen, macht man einen großen Bogen, wenn sie einem ansprechen, hält man sie Mund zu. Funktioniert wirklich Antirassismus nur, indem man die oder deren Vorfahren je diskriminiert wurden, aus eigenem Bewusstsein, eigenem Sprachschatz und möglichen Begegnungen komplett ausschließt? Nur eine Frage. Guten Abend.